means you're in a hurry. Es bedeutet, dass du in Eile bist. Es bedeutet, dass du in großer Hektik bist. Nun, du musst verstehen, dass es dabei viele Aspekte gibt, aber diese Ausdrücke stammen aus einer anderen Zeit. Liebe auf den ersten Blick, darüber sprecht ihr, richtig? Habe ich recht? Liebe auf den ersten Blick war einst sehr üblich. Als das entgegengesetzte Geschlecht sich nicht täglich gesehen hätte. Du hast das Mädchen nur zu sehen bekommen, wenn sie, ich spreche über den englischen Kulturkreis, wenn das Mädchen mit ihren Eltern in die Kutsche stieg und du hast nur geschaut und sie hat dich einfach so angeschaut, boom, Blitzeinschlag. Heute läuft sie mit dir, unterhält sich mit dir, lernt mit dir. Nun wird es Zeit brauchen. Und es ist gut, dass es Zeit braucht. Je mehr Zeit es braucht, desto besser ist es. Also stammt diese Art der Begrifflichkeit aus einer anderen Zeit, als es keinen Kontakt zwischen den Geschlechtern gab. Das erste Mädchen, das du gesehen hast, boom. Nun, du magst dich zu einer bestimmten Person hingezogen fühlen. Das ist etwas anderes. Aber diese Dinge sind hauptsächlich fehlender Kontakt. Wenn du ausreichenden Kontakt hast, wirst du merken, dass du jemanden sorgfältig anschauen wirst. Und nicht gleich so boom wirst. Du wirst dir Zeit nehmen und das ist gut. Es ist gut, dass du dir Zeit nimmst, richtig solide Beziehungen aufzubauen, die halten. Schau, du gehst im Leben eine Beziehung ein, weil du irgendwie denkst, dass zwei besser sind als einer. Oder nicht? Zwei mögen für dich besser sein als einer, aber du selber kannst eine Belästigung in der Beziehung sein. Ja. Nun, bevor du in deinem Leben eine ernsthafte Beziehung eingehst, ist das Erste, schau nur diesen einen an. Ist dieser hier gut genug für alles in der Welt? Denn die Jugend ist die Zeit, in der du diesen hier aufbauen musst. Sei nicht in Eile zu leben. Sei nicht in Eile zu leben, wenn du wachsen musst. In Tamil Nadu, in Südindien, gibt es eine bestimmte Weisheit unter den Bauern, insbesondere Mangobauern. Wenn du einen Mangosetzling pflanzt, wird er innerhalb von 12, 14 Monaten, wenn die Jahreszeit kommt, blühen. Doch du wirst sehen, der Bauer geht klugerweise alle Blüten abzupfen. Denn wenn du ihm erlaubst, Früchte zu tragen, wird er ein oder zwei Früchte herausrücken in der allerersten Saison. Doch wenn du das tust, wird dieser bestimmte Baum niemals zur vollen Größe heranwachsen. Deshalb werden in den ersten 3 Jahren alle Blüten weggenommen. Erst wenn der Baum stark genug geworden ist, erlaubst du ihm, Früchte zu tragen. Es gibt also eine Zeit zum Wachsen und eine Zeit zum Leben. Wenn du zu früh versuchst zu leben, dann wirst du sehen, dass kein Wachstum passiert. Denn Wachstum passiert zu einer bestimmten Zeit sehr einfach. Später, nicht, dass es nicht passieren kann, aber es wird schwieriger, weil das Leben dich auf viele verschiedene Arten beschäftigen wird. Daher, wenn du jung bist, wenn du lernst, das ist die Zeit, um auf allen Ebenen zu wachsen. Physisch, geistig, emotional und hinsichtlich deiner Energie musst du dich maximieren, dann versuchst du zu leben. Wenn du zu früh zu leben versuchst, wirst du nicht viel Substanz haben. Wenn du nicht viel Substanz hast, wird die Person, mit der du Beziehungen hast, wenn sie sich gut entwickelt, sie wird auf dich schauen und sich fragen, warum sitze ich mit diesem hier fest? Ja,